Hallo, mein Name ist Gomero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes. Ja, wir haben unseren guten Freund hier besucht, den Lord Marsh. Ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. Ja, und wir haben jetzt Herleitung zur Verfügung stehen, die wir auch gleich nutzen werden. Also wir haben hier erstmal geschaut, was hier so los ist, weil der besondere Job hier angeboten wurde quasi von dem Kollegen, von dem Arzt, von einem gewissen Lord Marsh. Und ja, dieser besondere Job scheint irgendwas zu tun zu haben mit dem Verschwinden von unserem Gesuchten. Und ich denke mal, wir sind hier definitiv fertig und wir können jetzt gleich auch schon mal die ersten Herleitungen machen. Hursts Wohnung waren wir schon, Whitechapel waren wir schon. Oh, das ist jetzt aber schwierig. Wir fahren jetzt erstmal zurück zur Baker Street in Watsons und Sherlocks Wohnung. Wir machen jetzt ein paar Herleitungen während der Fahrt. Hier sieht man ja Hinweise, die man verbinden kann und daraus kann man dann Herleitungen schaffen. Tja. Aber die Frage ist, was denn? Wir haben jetzt hier Hursts besonderer Job. Quartermain Club, Sonderausbildungsprogramm, keine weiteren Informationen und vermisst. So, das ist halt die Frage, was verbindet man miteinander, damit es sich irgendwie schlüssig anhört. Ich denke mal, Sonderausbildungsprogramm, warte mal, Quartermain, Mitglieder des berühmten Quartermain Jagdclubs, okay, den können wir vielleicht irgendwann später nochmal besuchen. Also Hursts besonderer Job. Vor 3 Wochen ist George Hurst verschwunden, nachdem er einen besonderen Job angenommen hatte. Das ist natürlich in Verbindung mit Sonderausbildungsprogrammen. Diejenigen, denen Lord Marsh einen besonderen Job angeboten hat, hat er in das Sonderausbildungsprogramm eingeladen. So, da ist unsere erste Verbindung. Manche Fakten können, unterschiedlich interpretiert werden. Der besondere Job. Und da kann man hier nochmal sagen, so, okay, wir haben jetzt eine Verbindung, einen Hinweis gefunden und ein paar Hinweise verbunden, aber was bedeutet das? Wie interpretieren wir diese ganze Sache? Und der besondere Job, den George Hurst erwähnte, hat nichts mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun, keine Verbindung. Oder es heißt, dass es gibt eine Verbindung, und zwar George Hurst besonderer Job und Lord Marshes Sonderausbildungsprogramm haben etwas miteinander zu tun. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall richtig. Und daraus kommen dann irgendwann Schlussfolgerungen. Und ich denke mal, dass wir nochmal ein bisschen weitermachen. Und zwar, ein Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm wird vermisst. Und Lord Marsh und Dr. Reuben Fisher reden begeistert vom Sonderausbildungsprogramm, aber haben sich geweigert, weitgehende Informationen zu verraten. Ich denke mal, vermisst und keine weiteren. Okay. Okay, das kann man alles nicht miteinander verbinden. Ich glaube, das geht alles grundsätzlich nicht, ne? Okay. Dann lassen wir das erstmal so. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal einen Hinweis auf jeden Fall gefunden. So, gehen wir mal zurück wieder zu Sherlock Holmes und Watson. Jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt angekommen, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Untersuchen Sie das Verschwinden von George Hurst. Ja, das weiß ich. Sonderausbildungsprogramm erfragen. Gründete Lord Marsh zusammen mit Freunden das Sonderausbildungsprogramm für Arme und Bedürftige. Es könnte sein, dass George Hurst gegenüber seinem Sohn Tom etwas darüber gesagt hat. Das stimmt. Und wir sollten vielleicht gucken, was denn das genau mit diesem John Strawbridge auf sich hatte. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nochmal hier gucken. Und zwar, Lord Marsh und seine engen Freunde Lord Collins und Lord Harrington sind Mitglieder eines Jagdclubs. Ich denke mal, da sollten wir dann auf jeden Fall auch nochmal hin. Aber zuallererst sollten wir vielleicht erstmal, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf. Ob hier irgendwie irgendwas drin mein ist, Archiv. Aber. Ich kann bei Bedarf darauf zugreifen. Ich kann mir bei Bedarf darauf zugreifen. Wir gehen erstmal zurück zu Hursts Wohnung. Und fragen mal den lieben Tom, ob vielleicht sein Vater irgendwas dazu gesagt hat. Wir haben ja jetzt erstmal ein paar neue Informationen. Und Sonderausbildungsprogramm ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Schlagwort, um mit dem kleinen Jungen zu reden. Gucken wir mal.
Ich bin mal gespannt, ob der irgendwie was weiß. So, was sagt er denn dazu? Mr. Holmes, gibt es etwas Neues über meinen Vater? Ja, ein bisschen vielleicht. Nur die Ruhe. Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich daran, dass dein Vater je ein Sonderausbildungsprogramm erwähnte? Ein Ausbildungsprogramm? Nein. Er sprach nur von einem besonderen Job. Was ist das für eine Kiste? Oh, die habe ich gefunden, Mr. Holmes. Sie war echt gut versteckt. Keine Ahnung, warum. Okay. Gut gemacht, Junge. Die könnte uns von Nutzen sein. Okay, die gucken wir uns auf jeden Fall an. So, das ist die Kiste, die Tom gefunden hat. Hier haben wir eine Flasche. Damit können auch Waffen geölt werden. Okay. Waffenöl. Wir gucken uns den Schlüssel an. Oder nehmen uns den erstmal mit. Was ist das? Je suis Bray, Wolfjack. Sieht wie ein Armeeabzeichen aus. Okay. Damit säubert man ein Gewehr. Tom, hat dein Vater ein Gewehr? Nein. Wenn doch, hätte er es mir bestimmt gezeigt. Ich bin mir sicher, das hätte er nicht. Ich muss dieses Gewehr finden. Okay. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Eimer. Zähe Flüssigkeit. Öl. Das könnte das Öl sein, was benutzt worden ist. Ah, hier haben wir was. Mit diesem Tuch hier wurde eine Waffe geölt. Eine Waffe geölt? Tom, hat dein Vater irgendwo weiteren Besitz? Nein. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich muss Toby holen. Er wird am Öl schnüffeln und dann das Gewehr finden. Okay, das heißt, der Vater hatte wahrscheinlich irgendwie einen Job, der eventuell irgendwas mit der Waffe zu tun hatte. Weil anders kann man sich das eigentlich nicht erklären. Wir holen mal Toby. Toby, der Hund von Sherlock Holmes. Vielleicht kann der irgendwie was bringen. Warte mal, machen wir mal kurz Herleitung wieder. Vielleicht gibt es da irgendwie neue Herleitung. Nee, bisher noch nicht wirklich. Okay. Okay, so langsam wird's spannend. Was hat denn der liebe Lord Marsh damit zu tun? War das vielleicht kein Sonderausbildungsprogramm, sondern Auftragsarbeiten, so Auftragsmorde oder sowas? Das ist mal interessant. So, Toby, du kommst mal mit. Los, Toby, jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Die Begeisterung. Wahnsinn. Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Okay. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Na gut. Dann mach das mal. Wir gehen jetzt zu Hursts Wohnung zurück. Haben jetzt Toby im Gepäck. Bin mal gespannt, was Toby so finden kann. Wenn der jetzt irgendwas rausfindet, wenn der weiß, wo das Gewehr ist, dann weiß ich aber auch nicht. Wie begeistert der auch guckt. Alles ist schön. Die kleine Speckschwarte da. So. Such, Toby. Such. Alter, jetzt sind wir noch Toby, oder was? Wie geil ist das denn? Hier bin ich. Yay. Ich riech's. Wuff, wuff. Wie? Hat Toby jetzt die Tür geöffnet, oder was? Sherlock steht doch da. Alles ist gut. Kann ich extra noch mit dem Schwanz wedeln? Das wäre ja so geil. Ah, schade. Oh, ist das cool. Ich wollte schon immer ein Hund sein. Warte mal, Ego-Perspektive. Yeah! Nice. Oh, ist das gut. Ruff. In der Ego-Perspektive ist das irgendwie noch cooler. Also mein alter Hund, der mochte keine Fahrräder, beziehungsweise Leute auf Fahrrädern. Oh Gott. Ist das geil. Da. Toby. Tür öffnen. Wie er die Tür öffnet. Es riecht hier nach Öl. Hä?
Was war das? So, weiter, komm. Oh, ist das schön. Ich lauf mal. Ich bin ganz schön angestrengt. So, jeder Hund muss auch nach links und rechts gucken, ob ein Auto da... Oh. Wo ein Auto kommt und bleibt dann auf der Straße stehen. Ich gehe mal... Ich weiß nicht. Rechts oder links? Ich gehe geradeaus. Da ist die Spur. Oh! Wuff, wuff! Yeah! Sehr schön! So. Das ist eine Werkzeugkiste. Weiter geht's. Nur eine Laube? Okay. Hm. Achso, ich bin der Hund. So, dann laufe ich hier lang. Ah, ist das schön. So. Ah, hier geht's wieder nach links oder rechts. Ach, Menno. Ich gehe nach links. Diesmal muss doch links passen. Hier. Was ist da unten? Ja, das gefällt Sherlock anscheinend schon besser. Yeah. Sehr gut. Danke, Toby. Kann man hier jetzt streicheln oder mich streicheln? Bravo, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Besser ist für ihn auf jeden Fall. So, hier ist der Schlüssel. Und der passt. Leck mich am Arsch. Wir kommen rein. Das ist natürlich interessant. Kann man hier Licht anmachen? Nö, ist aber einigermaßen beleuchtet, ne? Wie Sherlock runtergeht. So. Was haben wir denn hier? Hier sind Zeitungen. Alter, was ist denn das hier? Okay. Wir müssen uns genau umschauen. Nichts, was von Interesse wäre. Ihr könnt auf jeden Fall was Interessantes definitiv sein und uns auch wirklich weiterhelfen. Dieser Keller wird als Lager genutzt. Ist das da? Ein Haufen Abfall. Okay. Hauptsache, wir finden das, was wir suchen. Ist eine Tür. Nur ein paar alte Dinge. Na gut. Wenn du das sagst, Sherlock, du bist der Meisterdetektiv. Nein, nicht hier. Wollen wir jetzt überall durch das Schlüsselloch gucken, oder wie? Oh, warte mal. Da war auf dem Boden irgendwas, glaube ich. Nee. Okay, alles gut. Alte Sachen. Es wird eh die letzte Tür sein. Ein gewöhnlicher Lagerraum. Ja, es ist eigentlich klar. Wobei das schon ganz gut aussieht. Nur Abfall. Okay, dann ist es auf jeden Fall das hier. Aha! Moment. Ey, das sind... Das ist doch der Kleine, oder nicht? Ein Bild von Tom. Mal sehen, ob wir die Tür aufbekommen. Na, Logo kriegen wir die Tür auf. Vielleicht nicht mit einem Schlüssel, aber... Oh. Setzen Sie einen oder mehrere passende Dietriche ein, um die Schlossscheiben so hoch zu drücken, dass ein freier Weg für den Sperrstift entsteht. Okay. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Hä? Was verändert sich denn?
Ach so. Ah, verstehe, okay. Ah, okay. Das müssen wir erstmal wissen. Das habe ich unten gar nicht gesehen. Juri, das hat doch wunderbar funktioniert. So sind wir auch ganz locker easy peasy drin. Und gucken wir erstmal auf die Karte. Was ist denn das hier? Sehen wir irgendwas Interessantes auf der Karte? Also nichts wirklich Unübliches, oder? Kommen wir nur auf diese eine obere Hälfte? Scheinbar ja. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal was anderes finden, damit wir das bearbeiten können. Was ist hier? Briefe. Lieber George, ich verstehe dich und das ist so traurig. Wie auch du kann ich keine Arbeit finden, nicht mal etwas für eine Stunde oder so. Meine Kinder haben nichts zu essen. Wenn ich um Arbeit bitte, heißt es immer, dass kein Bedarf sei an verwundeten Leuten wie mir. Ah, unsere militärischen Verdienste zählen einfach nichts mehr. Wir haben für unser Land im Krieg gekämpft, aber jetzt lässt es uns im Stich. Niemand interessiert es, was aus uns wird. Dein Freund Jack. Okay, die haben jetzt Probleme, einen Job zu kriegen, weil sie damals gedient haben. Aber das sieht hier nach einer... Das sieht nach Munition aus hier, ne? Dieser Schachtel hier war wohl voller Munition. Ja, dann eignet er sich natürlich hervorragend als Auftragskiller, ne? Wenn er sowieso Ahnung von Schusswaffen hat, dann ist das ja ganz klar. So, das haben wir komplett gesehen. Hier ist noch ein Brief. Orden. Im Namen Ihrer königlichen Majestät Königin Victoria des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland erkläre ich Frederick Russell Burnham, Major der britischen Armee, hiermit. Das Land schuldet George Hurst, einem ehrenhaften Soldaten des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, für seine tapferen militärischen Dienste den allergrößten Dank. Die britische Armee verleiht ihm hiermit die Medaille für hervorragende Dienste und entlässt ihn aufgrund der Verletzungen, die er sich im Einsatz zugezogen hat, ehrenvoll in den Ruhestand. Major Frederick Russell Burnham. Okay, alles klar. Hier hat etwas an der Wand gehangen. Er hat auf jeden Fall einen Orden bekommen und da hat was an der Wand gehangen. Ah, da würde ein Gewehr reinpassen. Es gab hier ein Gewehr. George Hurst hat es mitgenommen. Interessant. Okay, was haben wir hier? Bevor wir jetzt wieder Herleitung machen, würde ich sagen, dass wir erstmal alles angucken, ganz klar. Vergleichen wir diese Liste mit dem, was wir zuvor haben. Oh nein! Das ist also die Liste? Das ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm im Oktober. Laut diesem Plakat wird John Strawbridge vermisst. Vergleichen wir sie mit den Namen in Hursts Dokumenten. Oh mein Gott. Nicht, dass er wirklich da irgendwas machen musste. So. Daniel Smith ist nicht drin. Pepperlin ist nicht drin. Bristol ist nicht drin. Evans auch nicht. Robert Taylor. Nee, Robert Brown? Nee, Thomas Kelly. Oh mein Gott, William Thatcher. Und hier ist auch noch eine Markierung, 10. Oktober und 24. Oktober. Da ist wahrscheinlich die Arbeit abgeschlossen, also wird er die ermordet haben wahrscheinlich. Patrick Tanner? Passt. Reginald Staple? Passt. Es fehlt nur noch John Strawbridge. Ah ja, und Patrick Tanner, glaube ich, ne? So, wir können nur einen. Okay, dann nehmen wir ihn hier. Achso, wir müssen beide machen. Beiden Listen vor. Oh Gott. Come on. Thomas Kelly, Thomas Kelly. Reginald Staple. Und Patrick Tanner. Alle Namen aus Marshs Liste sind in Hursts Dokumenten markiert und mit Datum versehen. Gut, das heißt noch nicht, dass sie tot sind. Das ist halt das Ding. Aber kurios ist das auf jeden Fall schon mal. Mein lieber Tom, wenn du diese Zeilen liest, heißt es, dass ich nicht mehr am Leben bin. Es tut mir unendlich leid, dass es so gekommen ist, aber ich hatte keine andere Wahl, das musst du wissen. Du bist ein sehr kluger Junge und ich bin unglaublich stolz auf dich. Eines Tages wirst du alles verstehen und mir vergeben. Ich liebe dich über alles, mein Sohn. Verzweifle bitte nicht. Versuche,
glücklich zu sein. Du wirst auch ohne mich zu einem tapferen jungen Mann heranwachsen, und zwar schneller als du denkst. Dabei wirst du niemals alleine sein. Deine Mutter und ich werden vom Himmel aus stets auf dich aufpassen. Dein dich liebender Vater. Okay, das ist der Abschiedsbrief von dem Hurst. Das wollen wir noch nicht bestätigen, dass er irgendwie gestorben ist, auch wenn wir es jetzt hier gefunden haben. Das ist ja eher zufällig. Über die Lords und das Ausbildungsprogramm. Was wollte Hurst damit? Okay. Da ist der Artikel. Lord Marsh hat mit seinen Freunden Lord Harrington und Lord Collins eine als Sonderausbildungsprogramm bezeichnete gemeinnützige Initiative ins Leben gerufen. Indem diese drei Herrschaften den Armen in unserem Land zu einem besseren Leben und zu einer sicheren Zukunft verhelften, leisten sie auch in beachtlicher Manier ihren Beitrag dazu, unsere Gesellschaft, die nicht von Problemen und Schwierigkeiten verschont wird, stetig und langfristig zu verbessern. Okay. Das ist alles total seltsam. Also er wird ein Auftragsmörder gewesen sein, definitiv. Ich frag mich nur. Okay, pass auf, wir machen mal hier. Nochmal. Eine Karte von Epping Forest. Eine Karte von Epping Forest. Okay. Wir haben weitere Herleitungen, die machen wir mal ganz kurz. Alter. Das ist jetzt aber ganz schön viel. Okay, passt auf, passt auf, passt auf. So, wir gucken nochmal keine weiteren Informationen. So, George Hursts Verwundung. Hursts Verwundung. George Hurst wurde in seiner Dienstzeit in der britischen Armee verwundet. Zeitungsartikel, ein Zeitungsartikel aus Hursts Keller. Es geht darin um Lord Marsh und das Sonderausbildungsprogramm. Vermisst. Abschiedsbrief. George Hurst hat einen Abschiedsbrief an Tom verfasst. Vorbereitungen. Vor seinem Verschwinden nahm George Hurst sein Gewehr mit. Liste von Bedürftigen. Einige der Namen auf der Liste, die sie in George Hursts Keller gefunden haben, sind markiert. Es handelt sich um dieselben Namen, die auch auf der Liste aus Lord Marsh ausstehen. Okay, das ist alles komisch. Vermisst und Liste von Bedürftigen. So, wir machen erstmal alle Hinweise, dann können wir das immer noch sortieren. Aber erstmal machen wir die Hinweise und verbinden die irgendwie miteinander. Zeitungsartikel. Warte mal, Vorbereitung und Abschiedsbrief hört sich gut an. Nee. So, das ist der besondere Job. Hursts besonderer Job. Abschiedsbrief. Boah, schwierig. Liste von Bedürftigen. Hursts besonderer Job. Hä? Und Zeitungsartikel? Okay, das können wir uns dann später nochmal anschauen. Liste von Bedürftigen. Abschiedsbrief. So, Liste von Bedürftigen und keine weiteren Informationen. Das klingt ja alles schon mal sehr seltsam. Und Hurst Verwundung und Quartermain, das passt eigentlich auch nicht, oder? Nee, das müssen wir noch rausfinden, warum... was mit der Verwundung gewesen ist. Judy, da hätten wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Ich glaube, die Hinweise, die gucken wir uns dann später an. Also das ist schon mal ziemlich wild, finde ich persönlich. Also wir haben jetzt schon mal ein genaues Bild, so was passiert sein könnte, aber so richtig wissen wir das doch nicht. Wir müssen da auf jeden Fall noch ein bisschen schauen. Militärisches Abzeichen, da müssen wir mal schauen. Militärisches Abzeichen, dann müssen wir nochmal schauen im Archiv, was das so bedeutet. Das können wir noch nicht so wirklich sagen, aber da könnten wir vielleicht schon mal drauf kommen, was denn mit den Verwundungen so los war. Und auch mit dem Brief, den der liebe Hurst bekommen hat. Und Karte von Epping Forest haben wir gefunden, aber das wissen wir noch nicht, was das eigentlich sein soll. Judy! Ich würde sagen, wir sind schon in dieser Folge sehr, sehr weit gekommen und haben schon ein ziemlich genaues Bild, was eventuell passiert sein könnte. Aber wir haben noch keine Beweise, wir haben noch gar nichts so wirklich gefunden und wir haben eigentlich nur Indizien, was passiert sein könnte. Aber wir haben auch noch keine Leichen oder keine Ahnung was. Also bisher ist tappen wir im Dunkeln. Und warum Hurst dann auch letztendlich richtig verschwunden ist, das ist auch noch ziemlich unklar. Und das werden wir, denke ich mal, in der nächsten Folge dann rausfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao. Gott sei was? That's just your sick imagination.
you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? Holmes, she tricked me. Where's she gone? What's it? Where? I don't know. This fight will be a fierce one.